Hübschen da draußen. Ja, du bist natürlich wieder dabei, ne? Du bist wieder dabei, wie immer. Ja, nur noch ungefähr 2,5 Stunden, dann kommt Angie. Ich denke mal, 11 Uhr werden wir losfahren und dann am Bahnhof selber noch was essen, weil es wird ziemlich knapp werden. Wenn Angelina dann da ist, dann müssen wir direkt zum Auto, müssen auch direkt wieder fahren, weil heute Nachmittag noch meine Mama arbeiten muss. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Genau, die erste Panne ist auch schon erfolgt. Angelina ist in den falschen Zug eingestiegen. Aber das kann nun mal auch passieren. Sie ist nun mal auch sehr nervös und aufgeregt und ja, dann ist noch ein Zug vorher eingefahren und dann hat sie gedacht, das wäre der Zug, weil der Zug von ihr eigentlich auch schon Verspätung hatte und ja, und dann ist das halt einfach passiert und ja, ist egal jetzt. Aber sie ist jetzt in Hannover, soweit ich weiß. Sie wird jetzt gleich den Anschlusszug nehmen, dann zu uns in der Hoffnung, dass da jetzt nichts schief läuft. Wir haben nämlich schon einen sehr engen Zeitplan. Eigentlich auch schon, wenn alles glatt gelaufen wäre, wäre der Zeitplan sehr eng geworden. Aber jetzt durch die Panne ist es jetzt noch enger geworden. Ich habe meine Kleinen schon angezogen. Da sind sie. Thalia Maus hat ihr voll süßes Disney Minnie Maus lang am Shirt an. Ne, kleine Schnecke. Und Milan hat auch ein Mickey Maus lang am Shirt an. Und dann hat er seine Jeanshose an. Ich werde jetzt nach oben gehen, meine Mädels noch eben schnell anziehen, weil die laufen noch in Unterwäsche hier rum. Und ja, ich würde einfach sagen, ja, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Und ja, gleich zum Bahnhof nehme ich euch dann auch mit. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau, dann kann ich das eben schnell alles machen. Da ist Melina und Emilia. Die zwei können jetzt spielen. Die sind schon total aufgeregt. Ich habe die jetzt gerade angezogen. Es war eine bisschen Prozedur. Emmy wollte ihren Jumpsuit anziehen. Ohne Leggings und T-Shirt geht das aber nicht. Aber sie wollte ihn unbedingt so anziehen und Drama. Aber egal, wir haben es geschafft, ne? Weil hier ist nicht so warm im Moment noch. Und deswegen. Angie ist im richtigen Zug. Sie kommt also jetzt auch wirklich an und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen und sputen, weil wir wollen jetzt nämlich auch losfahren. Und ich wollte euch nur ganz kurz noch die zwei Süßen zeigen. Die werden jetzt hier spielen. Die wollen am liebsten natürlich mit zum Zug, aber das geht nicht. So, hallo meine Lieben aus dem Auto. Wir sind jetzt auf der Autobahn. Wir sind gerade... ja, wie lange sind wir jetzt unterwegs? 10 Minuten ungefähr. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die schlechtere Qualität, aber mein Handy dient als Navi. Und deswegen musste ich jetzt auf meine Samsung-Kamera umsteigen. Aber ich denke, das ist jetzt für jetzt ganz kurz verkraftbar. Genau. Ja, wir sind jetzt unterwegs und... laut Navi sind wir in 28 Minuten da. So, da. Ja, meine Mama ist auch dabei. Ich muss ehrlich sagen, bei mir fängt jetzt echt langsam an, so ein bisschen die Aufregung zu steigen. Milan ist auch dabei. Und die zweite Schale ist dann für die kleine May. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. Jetzt habe ich natürlich total vergessen, euch mal zu zeigen, was für tolles Wetter wir uns ausgesucht haben. Hoffen wir mal, dass das ab morgen besser wird, das Wetter. Ja? Okay. So, meine Lieben, wir sind angekommen. Wir sind da im Bahnhof und wir mussten beide jetzt noch schnell auf Toilette. Deswegen sind wir jetzt auf Klo gegangen. Hier ist mein süßer Milan. Süße Schatz. Ja, ich habe die Decke jetzt noch da drauf gelegt, weil es am Regnen war ohne Ende. So. Ja.
Wir haben jetzt 12:30 und ich denke mal, das wird dann, die wird dann gleich kommen. Genau. Mama ist fertig. So, wir stehen jetzt hier oben. Meine Mama isst. Ja, aber sie darf ja. Sie muss heute noch arbeiten. Und wir warten jetzt. Ich glaube, da kommt da eine. Ja, der kommt auch auf der anderen Seite. Ja, wir warten jetzt auf Angelina. Also sie müsste jetzt jeden Moment kommen. Nicht, dass sie jetzt auf irgendeinem anderen Gleis aussteigt. Kann ich mir noch nicht vorstellen. Wenn da steht Gleis 4, dann kommt er auf. Ja. Werden wir ja sehen. Wir sind ja in WhatsApp-Kontakt. Also von daher dürfte das alles absolut kein Problem sein. Hier ist Baby Milan. Boah, jetzt bin ich wirklich aufgeregt, Leute. Oh, Mensch. Also ich zitter jetzt so nicht, aber innerlich so, oh, hoffentlich geht alles gut. Nicht, dass wir uns verpassen. Nicht, dass sie schon längst hier ist und womöglich dann auf uns wartet. Da kommt einer. Der kommt aber wirklich jetzt zu uns. Ja. Dann gehen wir jetzt mal raus und gucken. Jetzt bin ich gespannt, wo die rauskommt. Da ist. Nimmst du? Hallo! Alles gut? Hallo, süße Maus! Hallo, grüß dich! Wir kennen uns zwar nicht, aber. Ja, okay. Noch nicht! Sie ist da! Wir werden jetzt erstmal in Ruhe ankommen, in Ruhe erstmal gucken, was wir machen. Wir müssen jetzt eh wieder nach Hause. Aber ihr werdet sehen. Genau. So, meine Lieben, kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt unterwegs wieder zurück nach Hause. Wir werden jetzt erstmal nach Hause fahren und dann erstmal in Ruhe alles auspacken. Da ist er. Auf die Rückbank abgeschoben. Genau. Schön in die Babyecke. Da hinten ist jetzt, beide Schalen sind voll. Also ihr seht das jetzt nicht. Vielleicht gleich. Genau. So, meine Lieben, bevor ich euch jetzt komplett vergesse, ein kleines Update. Juhu, ich krieg wenigstens einen Schokobon, ne? Ja, ich habe die ganze Packung, oder? Hier. Ja. Wir haben gerade meine Mama weggebracht und sind jetzt schon. Ups. Marie verliert das Schokobon. Ich entdecke Seiten an mein Auto. Okay, ernst. Wir haben gerade meine Mama weggebracht und sind dann jetzt noch einkaufen gegangen und waren noch so ein bisschen trödeln und schnöven. Und jetzt fahren wir nach dem Lidl, wo wir den Rest noch einkaufen werden. Wir werden uns dann, denke ich mal, gleich wieder melden, wenn wir zu Hause sind. Und ja, genau. Bis später.